Vergangenen Dienstag am Neuen Wall in Hamburg. Am helllichten Tag hält eine Kamera schier Unglaubliches fest. Ein Mann springt aus einem Transporter, zerrt einen Jungen in das Fahrzeug, das kurz darauf davonrast. Kidnapping auf offener Straße? Wohl nicht, denn die vermeintlichen Entführer gaben später an, nur einen Bericht über Zivilcourage zu machen. Doch die Aktion könnte nach hinten losgehen, denn sollte die Entführung wirklich nur gespielt worden sein, droht den falschen Kidnappern eine Geld- und Haftstrafe.